Wir alle wissen, dass es Verfolgung unter Christen gibt. Das ist zum einen im Natürlichen, wo es wirklich um Leib und Leben geht, beispielsweise in Fernost oder in totalitären Staaten. Zum anderen aber auch auf einem etwas anderen Level bei uns. Durch Mobbing, durch Ausgrenzung, durch Benachteiligung, durch Beschimpfen, Verfluchen und so weiter. Christen auf der ganzen Welt werden verfolgt und vielleicht kennst du das sogar in deinem eigenen Umfeld oder in deinem eigenen Leben. Es gibt Verfolgung einfach aus der bloßen Tatsache heraus, dass man Christ ist. Ich habe jetzt etwas Interessantes gelesen, wie Christen im fernen Osten die Leute bezeichnen, die da eigentlich ihr größtes Problem sind. Nämlich diejenigen aus der Polizei oder aus paramilitärischen Gruppen oder so weiter, die sie jagen. Die sie so richtig versuchen aufzuspüren, die Familien auseinandertreiben, die versuchen, die Gemeinden kaputt zu machen und so weiter. Die sie in die Gefängnisse bringen, manchmal foltern. Und sie haben angefangen, diese Leute als zukünftige Familienmitglieder zu bezeichnen. Zukünftige Familienmitglieder. Das fand ich grandios. Das gibt eine Vision, gerade diese Leute, die uns jetzt hier Probleme bereiten, gerade diese Leute, die jetzt hinter uns her sind, das werden die sein, die wir in Zukunft für das Evangelium gewinnen. Das sind zukünftige Christen, das sind unsere zukünftigen Familienmitglieder. Und durch diese Bezeichnung allein haben sie eine Vision, die sie für diese Leute haben. Sie haben einen Glauben, den sie für die Leute haben. Sie fangen an, in Fürbitte für diese Menschen einzutreten. Und viele haben sich oder werden sich tatsächlich für das Evangelium öffnen. Es ist eine andere Sichtweise. Die Leute, die mir etwas Böses tun, genau die werden die sein, die ich oder andere für das Evangelium gewinnen. Das kann auch für uns gelten. Wenn wir in unserem Leben beispielsweise durch Mobbing oder Benachteiligung damit zu kämpfen haben, dass irgendwelche Leute sich gegen uns stellen, sieh sie doch auch einfach als zukünftige Familienmitglieder. Sieh sie als Leute, die irgendwie in deinem Leben sind und wo du sagst, diese Leute werde ich für das Evangelium gewinnen. Aus diesem Saulus wird ein Paulus werden. Aus diesem Menschen, der so scharf gegen mich und gegen das Evangelium steht, genau den fordere ich für das Reich Gottes. Im Gebet, in der Fürbitte. Ich glaube, dass das hilft, durch manche schwierigen Situationen, in denen wir drinstecken, jeder von uns irgendwie drinsteckt, hindurchzugehen. Einen Blick zu haben, dass ich sage, gerade diese Menschen fordere ich für das Reich Gottes. Gerade diese Menschen will ich sehen als zukünftige Familienmitglieder. In dem Sinn, Gott hat mehr für dich.